So, willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth, der Stab der Wahrheit. Wir sind immer noch im Keller der Schule jetzt hier und versuchen uns jetzt hier den Weg frei zu bahnen. Wir müssen jetzt noch gegen ein paar Kinder der Gangaufsicht kämpfen, die sich zu Nazi-Zombies verwandelt haben. Sind sie jetzt gucken, was wir hier machen können. Okay. Wir halten Deutschland! Wir halten! Das ist die Frage, was passiert, wenn ich hier gegen schieße? Er ist ja noch da. Jetzt steht er genau da drunter. Okay, ich habe schon so eine Idee, was wir da jetzt machen können. So, wenn er da gleich hinkommt, dann kriegt er erstmal einen. Funktioniert. So, die beiden werden damit erledigt. Jetzt ist die Frage, was wir mit dem anderen kleinen Kollegen da noch machen. Den können wir bestimmt auch noch irgendwie ausschalten. Ne? Look at all this green goo. What the hell is that stuff? Oh, but that was loose. Ah, okay. I see. Ich verstehe es. Butters ist einfach zu unschön. Okay. Butters will, dass wir ihn befehligen. Okay, aber mit Butters geht natürlich nicht. Das heißt, höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, warum das mit Kenny jetzt klappen soll, warum Kenny jetzt auch Nazi-Zombies verzaubern kann. Wie sieht's aus? Genial. Seine magische Frauenpower funktioniert auch bei Nazi-Zombies. Interessant. Ein Nekromanten. Nekromantenrobbe. Okay. Mit. Strom ist jetzt komplett ausgeschaltet. Nazi-Ring. Perfekt. Und noch einer. Haben wir jetzt schon 5? 4 von 5. Da auch nicht, jetzt haben wir doch 5 von 5, wie es aussieht. Das ist der Boiler Room. Auch gleich noch rein. Was müssen wir hier noch haben? Jetzt mal alles mit, was wir hier finden. So. Boiler Room. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so finden. So. Es gibt ja noch einiges, was wir hier kaputt machen können. So, das ist das. Dann haben wir hier noch einen Pylon. Auch um. Gut, und dann gucken wir, was hier so schönes ist. Objekt benutzen Reinigungsalkohol. Gut, es funktioniert. Wir können schon wieder eine Beschwörung machen, theoretisch, aber ich glaube, ich möchte das doch eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass der gegen. Ich probiere es mal aus. Wahrscheinlich ist es immun, aber es schwächt ja auch seine Abwehr. Doch betäubt, betäubt. Fast sicher bin, dass das Vieh dagegen immun ist.
Oder auch nicht. Ich sag ja, Kennys Charme, den erliegt jeder. Egal ob Nazi-Zombie oder Mutantenbakterie. Einhorn ansturm, das klingt ja cool. Drücke die angezeigten Tasten. Angezeigte Taste, okay. Oh, fuck, das ging ja voll daneben. Oh. Und damit. Fuck. Ist Kenny down? Apropos Kenny down, ich hab doch Wiederbelebungstrank. Kann ich ihn nicht damit wiederholen? Nicht tot. Gut, Kenny ist weg. Wir müssen das Viech allein besiegen. Das ist ja ärgerlich. Ach Mensch, bist du scheiße. Guck mal bei dem Beschneidung. Ist das Ding jetzt eigentlich noch betäubt oder nicht? Und dann nochmal betäube ich das Viech nochmal, damit er mich angreifen kann. So. Oh, er ist doch wieder da. Cool. Das ist doch funktioniert. Dann machen wir das nochmal so. Ob das Ding überhaupt jemals nochmal angreifen wird, eigentlich. Bin ich mir fast sicher. Sicher, dass es auch so klappt. Welches Viecher? So denke ich mir. Fertig machen werde. Ach Mist, jetzt habe ich damit Beschneidense verwechselt, was mir schon ein paar Mal passiert. Okay, neue Fähigkeiten. Ich kann auch nochmal machen, wenn wir jetzt einen Pony versuchen, was das ist. Okay, Fähigkeiten. Ah, diesmal werde ich hoffentlich die richtige Taste drücken. Ja, es hat funktioniert diesmal, sehr cool. Gut, das hätte funktioniert. Dann Fähigkeiten habe ich jetzt nichts mehr übrig. Muss ich auch nochmal nachtragen. Gleich kaputt, dann dahin. Jetzt mache ich mal was. Jujutsu, diesmal klappt es 100%. Sehr schön. Kenny, it's your turn. Und Kenny kann Stärke dran nehmen. Und Licht. Ich weiß nicht, ob das Ding brennen kann. Ich hoffe, dass das Ding brennt. Damit können wir ein bisschen mehr zusetzen. Verzauberung. Ja, doch. Machen wir mal Verzauberung. Das die Abwehr verringert und damit füge auch mal ein paar Bogen ab. Und damit ist er auch gleich weg.
Hier ist das Eck. Guck mal, was ist so? Da weiß ich jetzt nicht so viel. Macht Trank, leuchtender Schleim, benutzte Spritze und Geld. Da weiß ich viel. Naja, aber immerhin haben wir jetzt genau eine weitere Quest, Gegenstand oder Questmission von Jimbo erfüllt. Darauf kommt es jetzt im Endeffekt an. Das heißt, wir können jetzt auch weitergehen. Okay, die sind alle platt. New kid, you don't want to be on the wrong side of this when Wizard Fatass's army falls. Think about what you're doing. Können wir schon mal alles einsammeln hier. Hier auch nochmal gucken. Hier der verwöhnten Hure. Coach-Dulle-Abstimmung. So. Au! Okay. Ja, Frostgranate, oder? Credit! Okay. Jetzt ich muss jetzt Kenny befehligen. Achso, ja, wir müssen ja hier die Tür öffnen. Logisch. Bin ich jetzt nicht sofort drauf gekommen. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. We're breached! Battle stations! Hey, douchebag, let's see how you like some flaming dog shit! Elf, hold the line! Elf, I'm zeroed in! Okay, beruhigt euch, Leute. Fire in the hole! Can't hide, douchebag. Okay. Ja, halt weg, ab jetzt. Kann ich hier noch irgendwas machen von hier aus? Irgendwas abschießen? Von hier oben geht's nicht. Das heißt, wir müssen definitiv hier runter. Got plenty of dog shit, douchebag. Target locked. I never miss twice. Jetzt hier machen. Oh, okay. Stay still. Lock and load. Son of a. Jetzt müssen wir nochmal gegen die Elfen kämpfen und dann geht auch weiter. Freut euch doch. Suck my balls. Ach ja, jetzt, weil ich eben schon so viel abbekommen habe, müsste ich jetzt mal was nehmen. Ich glaube, man muss so drauf zu machen. Sicher. Gut, dann Schwierigkeiten. Betäuben. Ja. Klappt. Freut. Kenny zu spüren. Burbies. Okay.
in die Pelzigen Truppe. Die abwehren können hier. Klappt. Gut geklappt. Na, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ach, der ist ja eh gleich platt. So ein bisschen mache ich den. Ah, er ist weg. Jetzt bin ich noch mal eins mit dem Bogen angezogen. This isn't over. Good work. Douchebag, man the catapult and let our guys in the front door. Everyone fall in. Gut, Cartman. Dann werden wir das gleich tun. Aber vorher beende ich die Aufnahme und wir sehen uns gleich weiter. Wir sehen uns, wir machen gleich weiter. Aber hier beende ich erstmal die Aufnahme. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.